Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Ark Scorched Earth, also Ark Survival Ascendant Scorched Earth. Und Sumsi kann immer noch nicht. Ich habe sie mit dem letzten Witz in der letzten Folge am Ende so gekriegt, dass sie immer noch am Lachen ist. Ja, und dann sagt sie zu mir, ich soll einmal tief durch. Ja, einmal tief durchatmen und dann wird weiter aufgenommen. Ja, ob das bei mir klappt, wenn ich Lachflash habe. Ach ja, ich hoffe, ich habe euch auch damit ein bisschen zum Lachen bringen können. Das, Aber ist doch ein guter Start, ne? Hallo, Leute. Genau, genau. So, Thatch fehlt auch. Oh. Ey, wir haben nichts mehr hier da. Nichts mehr. Nicht? Stroh und so. Ich wollte ein paar Bullas bauen, aber irgendwie fehlt alles. Wieso haben wir eigentlich schon wieder keine Ressourcen? Was hast denn du alles gebaut in der Schwede? Ja, wir haben die Schilder und so, ne? Aber jetzt nicht super viel. Ein paar Pfeile. Ich hole, wie gesagt, jetzt ein bisschen Thatch und Stein haben wir auch nicht super viel. Bau ein paar Bolas und dann ziehen wir los und suchen Raptoren. Und, ja, wie gesagt, wir sind immer noch den Fluss rauf. Und es waren auch zwei Stück tatsächlich. Vielleicht kriegen wir die beide. Hast du jetzt eigentlich noch ein paar Pfeile für mich? Narkotikpfeile? Oder ich habe insgesamt 39, da kann ich dir gleich was von abgeben, ja? Ja, das wäre ganz gut. Da jetzt, hier haben wir gleich Bolas, das ist sehr schön. Ich packe dir welche in deine Kiste. Ach Quatsch, jetzt wollte ich da Holz da reinschmeißen. Jojo, haben wir den Scheiß wieder hier, dein Müll wieder hier, wa? Achso, du hast Zündpulver schon ins Dings hier gemacht, okay. Ja, hab ich gerade reingelegt. Achso, hast du gerade eben erst reingelegt, weil ich wundere mich gerade, wieso dann da noch nichts fertig ist an Dingens, aber. Das Filet dann gleich mitnehmen oder was? Das rohe Filet, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mitnehmen. Dann nimm du mal zwei Stapel mit und ich zwei Stapel, falls irgendeiner von euch stirbt. Die sind in der rechten Kiste beim Bett. Mhm. So, und dann folgen Sie mir in diese Richtung, bitte. Ja, ich bin dabei. Wir sind dabei. Ganz gut, im Dunkeln, das ist gerade kühl. Ja. Sterben wir nicht gleich. Oh, ich habe kein Fleisch mitgenommen. Hast du noch Fleisch für mich? 7 Stück. Ja, reicht doch erstmal. Ich kann gleich noch ein paar Beeren sammeln oder so. Und irgendwann sollte ich meine Rüstung vielleicht mal reparieren. Wo ist das dunkel auf einmal? Ja, bei dir auch. Das riecht nach Gewitter. Es riecht nach Gewitter. Ich wusste nicht, dass du hier riechen kannst. Wow. Es sieht aus nach Gewitter. Oh. Wow. Wo bist du? Achso, du bist schon wieder mehr vorbeigerannt. Ja, ich mach grad. Achso, dann haben wir gleich keine Ausdauer mehr, ne? Ich mach grad Gewitterfotos. Boah, deine Augen sahen gerade creepy aus. Boah, ich will dich genau im Blitz erwischen. Ich bin nicht schnell genug mit den Screenshots. Doch, ich hab's erwischt. Ich sehe es in der Vorschau, dass der Blitz zu sehen ist hinter dir. Okay, damit ich auch. Sehr gern. Stell dich dahin. Eigentlich hätten wir hier Fotomode und so anmachen müssen. Guck mal hier. Fotomode. Warum geht der? Jetzt hab ich einen blöden Chat bei mir hier, ey. Ich bin im Fotomode, da geht das. Ich hab den hässlichen Hut auf, aber egal. Nein, ist nicht egal. Was sagst du? Ach so, Escape und dann Toggle Fotomode. Lass mich da raus. Komm ich da wieder raus? Der ist kompliziert. Wieder Escape und wieder Toggle Fotomode. Der ist, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen in den Fotomodus. Ja, kannst du mal blitzen, danke, bitte? Nee, ich mach jetzt nicht. Das Blitzen sah echt cool aus. Ja! Dieses Geräusch und dieses Screenshot erstellt kommt immer so versetzt, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich zu spät oder so war. Aber nee. Das, wie du da vor mir hockst. So, ich habe genug. Ja. So, jetzt haben wir hier. Trotzdem warten, bis das Ding vorbei ist. Ja. Das
Auf jeden Fall. Das will die Raptor nicht anlegen. Wir können sie aber schon mal suchen, so vorsichtig. Also sie sollten hier irgendwo rum. Ah, und ich könnte vielleicht meine Rüstung einmal reparieren. Ich habe Fasern sogar noch. Kann ich das, wenn ich die angezogen habe? Nee. Bin mal gespannt, wie lange das so. Nee, ach so, für ein paar Sachen fehlt Leder, genau. Ach, guck mal, da ist so ein diese Ballen, die auch immer im Western durch die Gegend flottern, ist da. Fliegt da halt gerade. Flottern? Ja, die fliegen da gerade rum. Guck mal. Gab es die vorher auch schon? Ich weiß nicht. Nein, gab es nicht. Guck mal, wie die da alle durch die Gegend fliegen hier. Sehe ich nicht. Ah, am Wasser. Ach, da, ja, doch. Ja, auf der anderen Seite irgendwie, ne? Ja. Jetzt im Wasser. Oh, Raptor gefunden, direkt voraus. Mal ein Stück zurück. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Der ist direkt bei den Palmen da. Ah, es scheint aufgehört zu. Da ist. Also es waren zwei, also ich würde schon mal die. Wolle habe ich in der Hand. Wolle in die Hand nehmen. Der ist direkt dazwischen, zwischen den Palmen hier. Es ist relativ dunkel, so dunkel. Ich sehe nichts. Ja. Ich höre ihn schon. Ich nicht. Ah, da! Ich sehe ihn. Oh, zwei! Einen habe ich! Beide gebullert. Ich nehme den einen, du den anderen oder so. Meiner ist für mich übrigens auch rechts. Oh, der hier liegt. Das ist ein 110er, ich schieß mal mit drauf. Jetzt schieße ich nicht mehr. Er liegt? Ja, geil. Das hier ist ein Weibchen, was hast du da? Auch ein Weibchen. Schade, aber besser als nichts. Egal. Ist das 140er und 110er? Das ist schon mal ein Anfang. Ja. Und der hat weiße Spitzen hier. Es ist zwar dunkel, aber man sieht nicht so genau, aber es sah schon ganz cool aus, eben, wie er da auch stand. Ja. Blitzt denn da so im Wasser? Der glitzert irgendwas. Hm? Hey, so blaues Glitzern überall im Wasser. Ja, das sind so hier sind auch so Schmetterlinge oder. Ja, oder, die habe ich auch schon öfter gesehen, ja. So hier, deswegen glitzert das so. Ja. Oder? Also grundsätzlich wirkt Scorched Earth nicht mehr so karg und man kriegt nicht mehr so dieses, boah, ich kann keinen Sand mehr sehen, Gefühl nach weniger als fünf Minuten. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht viel gesehen, aber es wirkt schon ein bisschen so angenehmer. Ja. Auch diese kleinen Details jetzt, auch mit diesen Leuchtekäfer, Dingens, Wumsi, was auch immer. Ja. Macht das lebendig. So, was brauchen wir für einen Sattel eigentlich? Leder brauchen wir eine Menge. Da können wir gleich mal gucken. Leder, Fiber, Wood. Da drüben ist wieder Morellatops. Ja, mit dem Baby. Ich mich eher noch nicht. Die halten zu viel aus. Was ist da drüben? Da Fluss drauf ist irgendwas auf dem Stein. Ja, ich sehe da auch irgendwas Gelbes. Deiner ist schon fertig tatsächlich. Ja, ich habe es gesehen, aber ich wollte ihn jetzt noch nicht mitnehmen. Sonst ist der schneller tot, als man Raptor sagen kann. Ja, ich habe abgepfiffen, habe ihn da stehen lassen. Dann kann er den anderen besuchen. Paracer ist da oben. Dödi. Ah, Käfer. So ein Paracer, aber mit dem Morellatops willst du dich nicht mit so, nicht Paracer, einlegen. Nee. Von der Seite war irgendwas. Egal. Ein Heilschwein, das können wir bullern. Das können wir bullern, wo bist du denn? Ja. Ich muss mal aber eben ein paar Beeren sammeln, weil ich Hunger habe. Wo ist denn das Heilschwein? Auf der anderen Seite vom Fluss. Hier irgendwie nur fast eine Faser. Ja. Huch, ich habe mich von diesem Käfer erschrocken hier. Er hat gerade die Öl geklaut. Achso, du hast den, das, ja. Das Öl geklaut, ja. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. So. Oh, jetzt habe ich rohes Filet gefuttert. Das ist nicht gut.
Gleich zwei Stück. Naja, wenigstens füllt's Food auf, ne? Verliert zwar Leben, aber. Ja, nee. Oh, da sind zwei Heilschweine. Nee. Rechts ein gelbes und links noch ein anderes. Wo? Ich sehe die. Ich seh nur eins. Da. Moment, da links ist es. Hier könnte man sich gut auf diesen Stein stellen und von hier aus anfangen. Dann vielleicht hier. Würde ich das linke nehmen. Das gelbe können wir ja dann erstmal holen lassen. Ja, vor allem, die kommen hier nicht hoch wahrscheinlich. Können wir so weit bohlen? Könnte klingen. Schwierig. Der hat einen ganz schönen, fällt ganz schön runter, wenn, also ein Drop und die. Lass mal versuchen. Ich bin Meister hier. Lalalala. Da habe ich selber nicht mit gerechnet. Muss sehr weit hoch. Musste ich mit der Bola auch. Ich habe ein ganzes Stück höher gezielt, aber direkt die erste hätte ich nicht gedacht, dass ich treffe. Vor allem, weil der sich dann noch bewegt hat und weiter liegt. Pop. Gar nicht so viele Pfeile, muss ich gerade gesehen gerade. Wir haben noch 40. Oh, oh, oh! Wo ist er? Da. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich komm grad nicht Ja, Bulan müsste gehen. Oh, scheiße! Scheiße! Oh, 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 das sieht schön aus von hier oben. Ja, eigentlich nicht. Ich bin fast tot. Links von dir ist noch was, ich weiß aber nicht was. Ja, mich. Aber ich glaube, das war nur. Oh, da oben ist ein Terrorbird. Ah, auf den pass auf. Ja. Das steht aber auch so schnell. Was? Man hat kein Leben, kein gar nichts, keine richtige Rüstung und doch. Und den Tag über, weißt du, da wirst du weggeprutzelt von der Welt. Bogen kaputt. Ich habe auch nur noch 13 Pfeile, aber das Heilschwein schaffe ich noch. Könnt ihr unsere Raptoren mitbringen? Ja, mach mal. Oh, ich habe nur einen Pfeil, aber ich habe noch drei Speere. Na, ja, das wird nichts. Ne, ich habe nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich die hier raufkriege, tatsächlich auf das Ufer. Das ist sehr, sehr steinig. Ja, Stein. Ich mach schnell ein paar Pfeile. Wir brauchen ja nicht mehr viel. Ich trigger gleich das andere Schwein. Ui, das war ein komischer Lag gerade. Ja. Ach, come on. Nur drei Pfeile wieder. Fasern. Batsch. Nein, Terrorbird! Oh. Hab ich gebullert. Oh, noch einer! Oh, noch einer! Scheiße, drei Terrorbirds. Och. Oh, verdammt. Okay. Verdammt. Kann ein bisschen viel für unsere Raptoren sein, drei Stück. Ja. Ich glaube, wir müssen uns erst besser ausrüsten, bevor wir da wieder hingehen. Das machen wir bei der nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Yay! geht für uns gleich weiter, für euch in 2 Tagen. Hey. Danke fürs Zuschauen. Bis bald! Tschüss. Und vergesst nicht, schön bei uns beiden reinzuschauen, einen Daumen nach oben zu geben und einen netten Kommentar zu schreiben. Da würden wir uns freuen. Bis übermorgen. Tschüss.